war. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade dabei, fleißig die Pakete zu verpacken. Ich weiß, es sind schon 2 Wochen vergangen. Ich habe die Pakete immer noch nicht abgeschickt. Aber ihr wisst, momentan haben wir so viel Zeit mit der Familie verbracht, dass ich das voll verpeilt habe. Hier sind jetzt die 3 Pakete. Hauptsache, die sind alle in derselben Größe. Also sind alle in der Größe. Das ist von Susanne, von Nessie und von Adi Duski. Und ja, das werden wir heute verschicken, hoffentlich. Dann sind die Pakete Montag oder Dienstag bei euch. So, ihr Lieben, ich wollte euch kurz meine neue Box zeigen von My Little Box. Und zwar ist das die Wild Summer Box. Ehrlich gesagt, ich habe die gestern schon ausgepackt. Ich konnte es nicht abwarten. Ja, die ist so gelb-dunkelblau verpackt. Dann haben wir hier so ein Kärtchen drin. Dann haben wir hier Wachsgeschichten. 2013 steigt Michael Obama mit einer Louis Vuitton-Tasche unter dem Arm aus dem Flugzeug. Okay. Das kann man dann so hier. Kennt ihr das? Ich habe sowas als Kind geliebt. Dann diese wunderschöne Tasche. Die sind ja voll in gerade, dass man alles durchzieht. Das ist übrigens von Kiehl's, Sims Kiehl's 1851. Wir müssen ihr gehen gleich einkaufen übrigens. Deswegen, da sind hier so Kärtchen drinnen. Olive Fruit Oil Nourishing Shampoo. Okay. Okay. Achso. Das ist ein Shampoo von Kiehl's und soweit ich weiß, ist Kiehl's eine sehr teure Marke, oder? Habe ich so im Hinterkopf auf jeden Fall. Dann ultra gepflegt in den Tag. Ultra gepflegt in den Tag. Kiehl's Ultra Facial Toner. Ach, das ist das hier. Dieser milchige Toner ist für alle Hauttypen geeignet. Das ist ja super. Nach was riecht das? Das interessiert mich auch immer. Ne, nicht von oben aufmachen. Achso, das ist noch geschlossen. Okay, dann lassen wir das zu. Then we have... eine Feuchtigkeitspflege. Das ist ja wahrscheinlich die hier, genau. So klein geschrieben. Ich hoffe, meine Kamera fokussiert das. Was haben wir hier noch? Ah, eine Creme Rouge. Das ist die hier. Die ist auch von Kiehl's. Die riecht auch sehr angenehm. Ich mache das jetzt nicht auf. Also ich benutze das jetzt nicht. Dann haben wir hier ein Schatzfänger. Ach, das hängt man so auf und dann kann man hier den Schmuck dran machen, die Ohrringe, die Ketten. Das sieht dann ungefähr so aus. So. Und zum Schluss die Benz-Halskette. Ich finde, die verpacken das immer so hochwertig. Man kann es ja auch einfach so reinschmeißen, aber das hat so einen Magnetverschluss. Den macht man so dran und dann kann man den hier nochmal so zuknipsen. Ich finde, der sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Ja, das war's auch. Ich finde, ihr wisst, ich bin immer sehr überzeugt von dem Paket. Ich verlinke euch die Seite wie immer unten in der Infobox und dann könnt ihr euch mal die Box anschauen, ob euch das gefällt. Jeden Monat überrascht zu werden, ist ja der Traum aller Träume von jeder Frau. Und ich finde, das ist eine super Idee, sich selber mal zu beglücken. Lina ruft mich Emil. Sie sagt nicht mehr Anne, sie sagt Emil. Das heißt, komm, wir müssen gehen. So, ich verpacke das jetzt. Übrigens, Leute, ich habe mir so eine Restpostenbox bestellt mit ganz viel Schminke. Und ich wollte euch die zeigen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich habe die schon seit 2 Monaten hier stehen fast. Und wenn ihr Lust habt, drehe ich ein Video dazu ab. Das könnt ihr mir unten reinschreiben. Und ich werde einige Sachen davon dann auch verlosen. Ja, jetzt nehme ich den Schlüssel. Und dann wollten wir eigentlich direkt los. Das Wetter ist heute voll scheiße, es regnet die ganze Zeit.
Seid ihr fertig? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja. Nein, 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 nein. Vorsicht, ne? Nein, 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 nein. Ja, sind die Sachen im Kinderwagen draußen? Nein, 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 ja, aber das reicht. Du hast genug geredet. Dankeschön. Lina, ey, bin mal der? Nein. So, danke schön. So, ihr Lieben, wir waren jetzt einkaufen. Ich zeige euch ganz kurz, was wir gekauft haben. Fünfmal diese Chips für Lina. Zweimal gelbe Zucchini. Ich räume das auch währenddessen ein. Weil wir gehen jetzt sofort zu Mama. Dann haben wir hier. Schatz, willst du die Gurken essen? Was? Gurken? Ja, noch schon. Oh, der hat schon 3 Stück gegessen. Dann haben wir hier weiße Bohnen. Selina. Der hängt doch da lang. Ich muss das bügeln. Was? Ja. Schatz, lass sie da. Gib komplett auf die Hand. Ach. Eisbergsalat. Und dann nochmal Zucchini, aber die grünen. 2 Stück. Ja, die kriegen sie auch noch. Dann. Armer Kühlschrank. Gibt's Baba Yaret, Baba Yaret? Baba Yaret? Dann einmal Salami. 2-mal Mozzarella. Baba Yaret, Atze. Baba Yaret, Atze. Dann einmal von Milkana Sahne schmecken. Dann einmal gefrorene Himbeeren. Damit wollte ich was Süßes machen. Willst du noch? Ich mach's noch kurz hier zu. Löffel bis kurz. Einmal Grieß. Malz. Basilikum. Na? Suppennudeln, normale Nudeln. Fein gehackte Tomaten, 2-mal Mirsch, das nicht mit zu nehmen. Schlagsahne 4-mal, Gnocchi, Gnocchi. Hoppala! Das für Baba. Äpfel und Brot. Das war. Ja, mach erstmal. So, dann haben wir hier, wie nennt man das nochmal? I don't know. Dann haben wir 2-mal Fanta Exotic, lecker, lecker. Einmal Joghurt, einmal schwarze Oliven, Schatz Facebook, Joghurt, dann haben wir einmal Öl vom Türken, ich habe es bei Rewe vergessen, dann einmal Hummus, wo ist dein Handy? Einmal Kirschsaft, hey, willst du mein Handy? Hallo. Dann einmal Kellogs.
und zum Schluss Salami für Lina. Und ganz unspektakulär, wir haben das Fleisch durch Salate. Wir schauen das jetzt auf, weil wir müssen jetzt gleich sofort los. So, Lina haben wir jetzt gerade bei Mama gelassen. Wir fahren jetzt Shisha rauchen. Und. Also die Kamera auf ist? Ich muss meine Schuhe zubinden. Ich hasse Schuhe mit Schnürsenkel. Schatz, wir müssen später kurz Kaufland Reis holen, ne? Aber meinst du, drei Stück reichen? Stimmt, oder? Erstmal. Drei Packungen reichen bestimmt. Yo, 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 yo. Und Leute, voll viele schreiben, dass ihr das nicht mitbekommt, wenn wir live gehen auf YouTube. Ihr müsst unten rechts die Glocke aktivieren. Ist das rechts hier? Nee. Ja, wenn die Glocke aktivieren, da ist eine Glocke. Und dann sehen die, kriegen die alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt, wenn wir live sind. Ja. Ja. Also, dann wisst ihr auch immer, dass wir live sind. Also immer die Glocke aktivieren, egal welchen YouTuber ihr, guck mal, was die hier gemacht haben. Egal welchen YouTuber ihr abonniert habt, aktiviert die Glocke. Also wenn das eure Lieblings-YouTuber sind, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wie haben die das gemacht? Diese Striche? Ja. Bestimmt hat irgendein Idiot ist zu schnell gefahren oder so. Ja, so lange Strich. Achso, das weiß ich schon. Ja, nachdem der die ganzen Räder verbrannt hat, kann ja sein. Ich hasse solche Schuhe. Die anzuziehen. Ich zeig dir nicht meine nackten Füße, Lan. Deine hässlichen Socken. Socken? Deine hässlichen Socken, ne? Bar. Du bist bar. Leute, wollt ihr meine Socken sehen? Kamera! Ah! Alter, wenn die Polizei uns jetzt sehen, darf ich überhaupt so sitzen? Hast du nicht gesehen bei Bild? Nein. Irgendeiner hätte ihre Füße hier drauf getan. Ja. Und hatten die Unfall gehabt. Und diese. Wie heißt das? Was Airbag ist Airbag. Ah. Hast nee. Du ihre Beine gesehen? Weg? Nein, überall kaputt. Scheiße. Weg. Oh Mann. Der wollte letztens ein Deo haben. Von welcher Marke war das, Boss? Ich gehe da hin. Blitze. Oh. Ja. Aber dann meinte zu mir, Schatz, bis 6 Euro ist okay. Wenn das teurer ist, hol nicht. War doch bis 6 Euro, ne? Yeah. Und dann gehe ich zu Douglas, such nach dem Parfüm. Alter, 20 Euro für ein Deo, ey. Gibt ihr so viel für ein Deo aus? Also ich finde, manche aus beim DM riechen viel besser als wieder, oder? Und das war noch das billigste von Boss. Es gab Deos für 40 Euro. Die meinte aber, das ist für die Brusthaare, nicht unter die Achseln. Ich möchte, sie müssen ihre ganzen Brusthaare damit besprühen. Dann habe ich gesagt, mein Mann hat aber keine Brusthaare. Hm, ja, dann einfach auf die Haut. Dann meinte sie, dann sind sie aber falsch hier, wenn sie ein günstiges Deo suchen. Hat sie gesagt? Mama. Mama meinte dann, ja, eigentlich hat sie recht. Dann habe ich gesagt, ich gehe mal noch mal kurz oben gucken, dann kommen wir vielleicht wieder später runter. Kennt ihr doch diese Ausrede, das sagt jeder und nur einer kommt dann runter. Kommen wir später wieder. Ja, ja. Naja. Von 10 Leuten kommt nur einer noch mal. Nicht mal diese eine. Die meinte auch direkt, ja, ja. Oder manchmal, dir gefällt irgendeine Sache und du willst das unbedingt, aber weil der Preis ein bisschen teuer ist, du musst aber überlegen, weil du. Und am nächsten Tag bereust du das dann aber. Naja. Ich hatte das schon oft gehabt. Ich glaube, das hat jede Frau jedes Mal, wenn sie einkaufen geht. Geblitzt. Wer? Nein. Der hat Glück gehabt. Ist über Orange gefahren. Das ist doch zwei Blitze. Wir wollten eigentlich in die Stadt, aber es ist so ekelhaftes Wetter. Deswegen. Ja, man sagt ja, deutsche Frauen, deutsche Werte darf man nicht vertrauen. Ist nicht so?
Ist das so, Leute? Ich weiß nicht, das ist ja doch ein Sprechwort, oder nicht? Ich bin ja keine Deutsche. Das hast du aber schon mal gesagt und genau im Auto. Jetzt erinnere ich mich dran. Ja? Ja. In einem Vlog. Erinnert ihr euch dran, Leute? Ja. Und wir merken voll, momentan kommen voll wenige Kommentare. Hat das was mit uns zu tun, oder? Weil ich nicht mehr so oft antworte. Besser nicht. Weniger als diese ganze Beleidigung. Beleidigung haben wir gar nicht mehr. Doch, ab und zu immer noch. Wann? Also ich habe lange nichts mehr gelesen. Und die Leute, die beleidigen... Was war diese, mit dieser eine No-Name heißt das, wie das heißt? No-Name, keine Ahnung. Leute, nimmt nicht alles so ernst. Wenn ich Lina du Hässlige nenne, ich beleidige mein Kind doch nicht als hässlich. Wir sagen das immer, wir sagen auch Çirkin auf Türkisch, oder? Das sagt man zu Kindern. Und damit war gemeint, Lina, wenn du weinst, wirst du bei hässlich. Bei mir bis ich sechs, weil ich dachte, ich heiße Hundersohn. Mein Vater hat mich immer Hundersohn genannt. Ich schwöre. Okay, das ist eigentlich nichts Schönes, ne, wenn man es überlegt. Ja, ist doch aber so. Bei uns gibt's ja nicht diese, komm mein Schatz, komm mein Liebe, komm mein Herz. Nein, Hundersohn. Also, ja, das finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Ich würde Lina niemals so nennen. Am meisten unsere Ausländer sind so. Ich war in der Schule, als sie meinen Namen gesagt haben, und ich dachte, das ist doch nicht mein Name, ich heiße doch Hundersohn. Also ich meine damit, bei uns sagt man, wenn du weinst, wirst du hässlich, wein nicht. Das war damit gemeint, Leute. Also nimmt nicht alles zu Herzen und wenn euch meine Art nicht gefällt, wie ich Lina behandle, warum sag ich dir das, wenn du weinst, dann bist du hässlich, aber glaubst du mir nicht jetzt? Ja, aber weißt du, was ich meine? Das gehört so zu uns, dass wir das sagen. Das sagen wir aber, damit diese Person nicht mehr weiter weint. Und wenn Lina mittags aufsteht, weint sie eigentlich immer, ne? Du musst sie 10, 15 Minuten in Ruhe lassen. Und wenn ich ihr die Kamera dann gebe, dann ist sie voll ruhig. Also die blauen Blitze auch, oder? Das ist kein Blitz. So. Auch wenn ich mittags schlafe und nach 2-3 Stunden aufstehe, ich bin richtig abgefuckt. Du bist morgens auch abgefuckt. Du bist immer abgefuckt. Allgemein, wenn du aufgewacht bist, dann hast du keinen Bock auf nichts. Also, egal ob du Kind bist oder alt. Und ich weiß, diese No-Name hat schon mal ekelhaft geschrieben und sie war damals in der Spam-Liste. Und dann habe ich sie wieder aufgehoben und jetzt kam nochmal sowas, deswegen ist sie jetzt endgültig in der Spam-Liste. Also ab und zu gucke ich da, wer in der Liste ist, dann mache ich die Leute frei und wenn ich merke, okay, sie hat es wieder getan, weil ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wenn solche Leute dich voll beleidigen, aber bei der Verlosung voll lieb sind, ne? Seitdem du 500 Zuschauer hast, voll kenne ich dich und würde gern bei der Verlosung mitmachen. Aber wenn man dann nicht gewinnt, ist man wieder wie eine Furie. Und also wer hat jetzt alles diese Verlosung gewonnen? Also Jean Hibi, Susan Buchholz und Nestle Han. Die Pakete schicke ich morgen ab und ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe das heute alles eingepackt. Dann müsste das Montag oder Dienstag bei euch sein. Wir haben ja heute Freitag. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, alles, was umsonst ist, macht man glücklich, oder nicht? Ja. Also geschickte Geschenke. Ja. Aber ich finde, die dieses Mal gewonnen haben, die haben das wirklich zu 1000% verdient. Zu 1000%. Also ihr seid immer so treu und kommentiert so oft und ab jetzt werde ich nur noch treue Zuschauer gewinnen lassen. Keinen mehr, den ich nicht kenne oder noch nie was von ihm gelesen habe. Ja, nächste Verlosung ist ja bei wie viel? 10.000. Das dauert also noch, bis 10.000 dauert es noch. Also wir müssen eine Halter für Kamera kaufen, das geht ja nein, nicht. Nein, weißt du was? Dieses Kissen, was du hier hinlegst, das rutschfest ist. Ja. Und dein Handy drauflegen kannst, das geht glaube ich auch. Ja. Ja. Wenn wir Glück haben, schaffen wir die 10.000 noch bis zum Ende des Jahres. Wenn nicht, dann nicht. Also wir haben jetzt nichts festgesetzt. Ich wollte bei 5.000 eine Shisha verlosen, aber am meisten unserer Zuschauer sind unter 18. Und ich habe später wirklich keinen Bock auf Kopfschmerzen, Familie, hin und her, wie so. Also wir wollten das so machen, dass der Gewinner die Shisha bei Audit abholt, aber nicht jeder wohnt in Köln.
Das ist auch scheiße, deswegen. Und ich kann auch nicht, keine Ahnung, 200, 300 Kilometer fahren. Genau. Deswegen machen wir später, wenn wir. Wenn wir ein paar mehr haben, dann machen wir auf jeden Fall eine Shisha-Verlosung. Aber vielleicht machen wir auch mal eine Überraschung und es gibt nächste oder übernächste Woche noch eine Verlosung. Mal schauen. Man weiß ja nicht. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall gleich da. Oh, der Deckel blinkt. Ups. Wie fährst du ja? Wie fährst du ja? Beleidigen eure Männer auch immer? Ich glaube, jeder beleidigt, ne? Meine Mutter beleidigt auch aufs Übelste. Ich erkenne die manchmal nicht. Ja, die denken, sobald du Blick angemacht hast, dann kannst du nach rechts, nach links fahren. Du musst ja doch vorher gucken. Idiot! Von dieser Spur auf die andere, von rechts nach links. Oh Mann. 6 an 6 an, wie gesagt, zum Beispiel. So Leute, wir sind jetzt da. Wir filmen gleich noch ein bisschen. So ihr Lieben, wir sind jetzt fertig. Wir waren kurz bei Bugletti und wir waren kurz bei DM. Ich zeige euch mal, was wir gekauft haben. Wir haben für Lina zweimal Bibi Vita Erdbeerapfelbirne geholt. Das hier. Lina liebt ja Quetschis. Dann von Alete Apfelsmoothie Banane Kirsch. Achso, Affensmoothie. Was, hast du was ist das für ein Apfel? Dann einmal Robinden. Dann die einzige Flasche, die nicht ausläuft, ist die hier. Die haben wir jetzt geholt. Das ist richtig scheiße, ne? Aber richtig. Die ist jetzt von 6 bis 18 Monate. Lina ist schon über 18 Monate, aber egal. Die läuft nicht aus und das benutzt sie auch nur nachts. Lina ist 18 Monate und 8 Tage. Und wie lange sind wir zusammen? Das weiß ich nicht. Du Arsch. Dann habe ich von Essence ein All About Matte Fixing Puder geholt. Meins ist jetzt leer von der NYX Palette. Und das ist hier neu von Essence, so ein Highlighter. Man kann das erkennen. Seht ihr das? Mhm. Mhm. Aus. Den kann man auch schön verblenden. Ja, das sieht ganz schön aus. Man erkennt nichts. So, und der hier war runtergesetzt von 2,45 Euro auf 95 Cent. Den habe ich jetzt für Lina mitgenommen. Hier ist das. Shampoo. Riecht gut. Das ist von Bübchen, Shampoo und Spüling, Berlin. Mit stylischen Friseurtipps. Okay, Friseuren können wir auch nicht bei Lina anwenden. Ja, das war's auch. That's all. Ein Mann. Jetzt gehen wir Lina abholen. Mama muss auch weg. Sie wollte zu einer Freundin. Und dann essen wir kurz da. Oh. Wir wollten kurz bei Kaufland Reis holen und dann gehen wir nach Hause. Dieses Wetter macht voll müde, ne? Ist perfekt, einfach zu Hause. Chillen, schlafen. Pro 7 gucken und schlafen. Pro 7? Und, die zeigen eh immer diese Geschichten. Keine Ahnung, alles gespielt. Wir wollten ja heute eigentlich grillen gehen, aber es regnet andauernd, das ist nicht mehr normal. Angeblich soll es heute gar nicht regnen, ne? Mhm. 21 Grad, aber... Boah, das riecht voll gut, diese Highlighter. Na, hier ist eine Blitze. Hast du gesehen? Nein, doch, hast du mir letztens vorne gezeigt. Der war noch 30. Verpackt. Ist hier 30er-Zone? Ja, ja. Guck mal, da ist das Ding. Aber funktioniert noch nicht. Aber anderer Seite schon. Wetten, irgendjemand stellt da wieder eine Palette oder so dran. Hast du das bei Facebook gesehen, was sie mit dem Blitzer gemacht haben? Von einer Seite kann ich auch verstehen, ja. Weißt du doch, wie die Wochenende, wie die auf dieser Straße fahren. Ja, Ringe. Jeder gibt an mit seinen fetten Autos. Audrey hat übrigens ein neues Lieblingslied. Ein türkisches. Der hat sich direkt verliebt in das Lied, wo er das erste Mal gehört hat.
Das Lied habe ich auch schon vorher ein paar Mal gehört. Wo? Aber auch draußen und so, aber. Also im Auto natürlich. Zu Hause. Lina schläft. Wir haben jetzt 6 Uhr. Das ist ihr Mittagsschlaf. Wir haben jetzt mit Albert gewettet, dass sie nochmal, also ich habe gewettet, dass sie nochmal aufstehen wird und später schläft. Und er meinte, nein, sie wird durchschlafen. Und ich habe gesagt, okay, der Gewinner muss den anderen massieren. Und natürlich gewinne ich. Ich schreibe euch dann hier rein, wer gewonnen hat. Ja, ich wollte jetzt hier ein bisschen schauen. Ich wollte hier ein bisschen Werbung gucken und ich habe gerade den Einkauf sortiert. Wir waren kurz noch bei Kaufland, haben Reis gekauft und was noch? Chips. Reis, Chips, das war's. Und ja, ich habe die Sachen einsortiert, die Quetschis und so. Jetzt warten wir erstmal. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Aber wir warten jetzt. Mal schauen, vielleicht wacht ja Lina nochmal auf. Ich lasse mich jetzt überraschen. Ihr wisst ja jetzt schon, ob sie jetzt aufgewacht ist oder nicht. Ja. Und ich muss ein paar Nachrichten auf Instagram beantworten.